Six players, huh? It's like a little ja. Party in here. A party where everybody gets Trump six schönes Gesicht on, gemalt. Okay, I'm sending a title to each of your devices. Something kind of strange, like wood nickel or a butt juice. Draw a picture on your device that would have that title, and when you're done, hit send. And you'll get points for each player that can correctly guess your title. So, start drawing. Go, now! Boah, das wird schwer. Also meins muss man eigentlich finden, jetzt mal ohne Scheiß. Meins ist echt einfach. Deswegen bin ich schon fertig. So einfach ging das. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, sind das wieder zwei Runden? Wahrscheinlich schon, weil wir zu sechs sind. Müsste wieder zwei Runden sein. Oder wird die wieder so lang, die Runde? Weißt du, um halb eins, eins habe ich gesagt, so lang wird's nicht. Was ist jetzt? Es ist gleich halb drei. Kann er machen, der MD. Ja, viel Spaß damit. Das wird keiner erraten. Dim, 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 dim. Hub ist noch am Malen. Hast aber noch Zeit, die Hälfte ist erst um. Und fertig. Los geht's. Der Keks. Now, use your device to type in what you think the title for this picture could have been. Or better yet, something you think could trick the other players into thinking it's the title. You'll get points for every player that picks your answer. Oh, ich glaube, ich habe da echt. Hey, das wäre so gut. Was soll das sein? Ich habe eine Idee. Also, wenn ich da recht habe, dann Chapeau an mich selbst. Weiß nicht, ob das hinhaut, aber tendenziell könnte es sogar kommen. Mal schauen, wie es dann passt, wenn ich die anderen Namen gesehen. Wahrscheinlich komplett daneben gelegen. Vielleicht kommen so ganz andere Themen, die viel offensichtlicher sind. Die Singer sind Fragezeichen, 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 Series gemalt. Steak of a Cow Rib. Cold Front coming in from the West. Refugee Trumpland oder Sugar Dough. Da gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur zwei wirklich mögliche Antworten. Wahrscheinlich liege ich voll daneben. And here are your picks. Steak of a Cow's Rib. Dexter gibt die Punkte an Jankos. 500 Stück. Wie immer. Standardpunktzahl. Cold Front coming in from the West. Schön. Der Wind halt. 4000 Punkte. Das ist so ein starker Anfang. Oh Mann, Lord Phantom haut richtig einen raus, gleich zu Beginn. Nice. Nice, nice, nice. Was für ein Start. Ah, okay, wir müssen es doch löschen. Gibt's nicht. Warte, ich darf. Wie immer noch 50 Sekunden Zeit. Cookie hat abgegeben. Drumsticks und Lord Phantom, genauso wie Dexter auch. Und noch Jankos fehlt, der hat auch abgegeben. Okay. The Sound of Love, Love Song, Sing About Love, Love Music, Literally What You Just Drew, oder Love Song. Also ich gehe stark davon aus. Hast du schon abgegeben, Dexter? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Jankos, irgendjemand hat den richtigen Titel eingegeben. Das wollte ich sagen, weil deswegen ist nämlich einmal Love Song zusammen, einmal auseinandergeschrieben.
Dexter hat auch den richtigen Titel eventuell geschrieben, weil du kriegst 500 Punkte von Lord Phantom, fällt auf die Random Decoy rein. Komm, es geht um die Points. Bing, bing, bing. Natürlich war es Love Song. Schade. Aber immerhin 3000 Punkte für mich. Naja. Was naja? War super gemalt. Ein paar Herzen, ja, ein paar Noten. Was soll man da sonst machen? So, und gleich wieder ausgeglichen da oben. Phantomlord, ich lasse dich nicht in Ruhe. Was ist das? Oh. Das ist der, wie hieß er? Wappelarmige Windhosenkamerad? Oder was? Ja, so ähnlich. Irgendwie sowas. Wow. Ich kann aber keine Arme malen. Das ist einfach richtig schlimm. Das nennt sich übrigens ein Trennstrich. Ja, das dachte ich mir schon. Aber das ist halt für mich eindeutig der wackelarmige Winterhosenkamerad aus Family Guy. Das ist halt so geil. Weißt du, was das auch sein könnte? Das könnte Thaddäus Tentakel sein, ja, als er da so tanzt. Wo er diesen supermodernen Tanzstil zeigt. Mit Disco-Musik und so. Smooth Moves. Saving a Drowning Woman. Dancing a Rave. Sliding on Ice. Acrobatics oder Advertising Figure. Ah, ich muss es einfach wählen, weil ich es super finde. Ich finde den so gut. Es gibt nur zwei, die wirklich gut sind. Ich glaube, der Dexter hat das bekommen und hat es so gut gemalt, dass es einfach das sein muss. Ich habe halt einfach Smooth Moves wählen müssen. Ich fand das so gut. Das passt zu diesem geschwungenen Arm. Sliding on Ice kriegt 1000 Punkte, Lord Phantom. Da hast du deine Punkte bekommen. Acrobatics kriegt 500 Punkte für die Boobs. Jawoll. Da hatte ich recht mit den Smooth Moves. Schön. Tausender für dich und für mich, Dexter. Jo, nice. Ich fand das Sliding on Ice auch echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, stimmt. Mit diesem Zittern kurz vorm Ausrutschen, ja, genau. Das ist echt gut. So wäre ich da nicht gekommen, hätte ich mir nachdenken müssen. Das ist zu spät zum Nachdenken. Was ist das? Du hast übrigens gelogen, Lord Phantom. Du hast ja mehr Punkte bekommen. So, Drumsticks hat abgegeben. Auch super Gemälde gemalt. Genauso wie Jankus. Ich hab noch 25 Sekunden. Du hast noch 25 Sekunden. Na denn. Also, du kannst dir ein bisschen Zeit lassen. Hab gar nicht, verdammt. Noch 15. So ist es. Gravity, Shake Hands, Hand, Baseball Glove Burning My Hand, Hand Without Arm oder One Hand Washes Another. Das ist echt schwer. Ich schwanke theoretisch zwischen zwei. Ich habe schon gewählt. Ach, das hast du in 10 Minuten geschrieben. Alles klar, weiß Bescheid. Da gucke ich in 10 Minuten nochmal zurück. Verdammt! Scheiße, Dexter, der war gut. 1000 Punkte für dich. Ah, der war nice. Aber ich krieg 500 für mein Gravity. Dann ist es das, wie heißt es hier? Genau, Baseball Glove. Ja. Dann muss das der Baseball Glove sein. Schade, schade, schade. One hand washes another. Der war gut, Dexter. Lass mich mit der Wischung. Danke, danke. Der war echt schön. Schade, du. Lord Phantom führt aktuell, also einmal kicken, bitte. Wow.
wäre so gut, wenn ich damit recht hätte. So, ihr habt noch 25 Sekunden gleich. Also für Boobs und, ja, jetzt nur für Boobs. Oder Cookie, je nachdem. Ist es a beautiful dinner? Hero Clues. Ist es Pennywise? Ist es Salad Garden? Ist es All You Can Eat Buffet? Oder ist es Hero Clues? Ich muss den nehmen. Und die Zeit ist fast um. Ich hoffe, dass sie nicht wieder verschrieben haben. 1000 Punkte für mich mit meinem Hieroglyphen. Vielen Dank dafür. Und Boops hat das auch geschrieben. 1000 Punkte auch für dich. Das ist auch geschrieben, glaube ich. A Beautiful Dinner. 500 Punkte für Jankus. Ich glaube, es ist einfach das All-You-Can-Eat-Buffet. Jawoll. Siehste, Boops, da haben wir ordentlich abkassiert. Schön. Sehr, sehr gut. Da haben wir mit unseren Hieroglyphen abkassiert. Und wieder vorbeigezogen am Lord Phantom. Müssen wir angreifen. Wow. Da komme ich niemals drauf, Jankus. Du lachst, das interessiert mich. Warum? Sieht ein bisschen witzig aus. Ich habe eine Idee, aber ich glaube nicht, dass ich damit richtig liege, aber ich musste sie einfach trotzdem niederschreiben. Weil sonst wäre es halt ärgerlich. Okay, so. Here are your choices. Is this my page just blowing up? That what you think it is? Spaghetti, Eye of the Storm, Chaos oder Burning Bush? Ein Scheißhaufen Tsunami, sagt Cookie. Ich glaube, ich weiß sogar, was es ist, und dann hast du recht. So, gewählt wurde Chaos von... Ich wollte gar nicht Chaos wählen, ich wollte Auge des Sturms nehmen. Habe ich mich echt verdrückt? Fuck, ich habe mich verdrückt. Okay, my page is blowing up, dann hätte ich sowieso daneben gelegen. Ich wollte Auge des Sturms nehmen. Das ist meins gewesen. Echt? Ah, zum Glück hab ich nicht genommen. Nee, ich wollte echt nehmen. Wie kam ich denn da auf Chaos? Was war denn da los? War ich komplett betrunken? Wow, 2000 Punkte für Drumsticks. Schade. Muss noch ein bisschen... Oh. Was? Was? So ein dober Begriff, Scheiße. Eins. Wie ich ihn voll verkrüppelt hab. Wie ich das echt total verkrüppelt hab, Oh, hinten raus wurde es so schlecht gemalt. Der Anfang, den fand ich eigentlich ganz gut, aber sobald es nach unten geht, war es kacke. Meins kann richtig einfach sein. Könnte. Kann. Ich hab das Spiel gespielt. Ich finde meins auch nicht schlecht. Aber okay, die letzten 6 Begriffe kommen auf jeden Fall jetzt. Drumsticks malt noch, aber du hast noch ein bisschen Zeit, von daher kein Stress. Und er hat abgegeben. So viel dazu.
Weird Weird Drawings. Oh, das. Ah ne, das ist Drumsticks. Ich dachte gerade, ah, das kann doch nur Dexter sein mit den ganzen Pfeilen und so. Mal mit Grafik-Tablet ist schwerer als gedacht, das weiß ich nicht. Der Lord hat noch 20 Sekunden Zeit. Also bis du das hörst, wahrscheinlich nur noch wenige Sekunden, aber ist egal. Ist es Modern Civilization, Gossip Talk, Good News, Bad News, A Bad Call, Suicide Bomber oder Jealousy? Es hat wirklich auch teilweise Glück, ja. Da musst du wirklich... Ich glaube, dass das gut gemalt ist. Good News, Bad News gibt Punkte für Boobs von Lord Phantom, 500 Stück. Ich glaube, das ist gut gemalt. Danke, Jankus, für die 500 Punkte für meinen Gossip Talk, aber ich glaube, es ist Jealousy. Jo, denke ich auch. Du kriegst 500 Punkte vom Boobs für deinen Suicide-Bomber. Danke. Ja, war schön gemalt mit dem Knight. War gut. War gut, gut, gut. 2000 Punkte für dich, Schwammstick. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber okay. Was, upsala, was soll man machen? Der Vorsprung sinkt. Er schmilzt auf Drumsticks. Enter your titles now. Hey! Ist wahrscheinlich viel zu einfach, was ich jetzt gedacht habe, aber okay. Mal gucken. Wir können es ja eh nicht verändern. Ist zu spät. 30 Sekunden habt ihr noch, die restlichen, die noch einmal, beziehungsweise am Titel geben sind. Hoops hat gemalt. Jankus und ich haben abgegeben. Das heißt, Drumsticks, Lord Phantom und Dexter fehlen noch mit dem Abgeben. Wir haben noch 10 Sekunden demnächst, also es wird knapp, Leute. Ich. Drumsticks, du hast noch ein paar Sekunden. Und da ist die Zeit abgelaufen, oder? Okay. Ich glaube nicht. Nightwash, Buying a Shirt at the Moon, Dryer, Clean Cloth, Laundry Night oder Brony? Drumsticks war zu langsam. Es kann, also... Mit den beiden ziemlich sicher, denke ich. Wenn nicht, ist es echt guter Fake. Lord Phantom, dankeschön für die 500 Punkte für meinen Nightwash. Ja, Laundry Night war's. Ja, denke ich auch. 4000 Punkte. Krass. Ups. Ups, da hast du abgesahnt. 1000 Punkte für all die anderen. Oh man, ich habe nochmal 500 extra bekommen, aber trotzdem. Oh, da springt Boops auf Platz 2. Was für ein Sprung. Nicht schlecht, sehr, sehr schön. Was ist das? Ich hoffe, es ist relativ... Es eigentlich müsste man es leichter raten können. Also ich weiß es nicht. Ja, vielleicht kommt es dann, wenn ich den Titel sehe. Vielleicht verstehe ich dann die Anspielung oder so. Aber jetzt so aus dem Stegreif heraus... Keine Ahnung. Die Frage ist, was denn Lord Phantom und Boops noch sagen. Also nur noch Boops, du hast noch 30 Sekunden. Also immer mit der Ruhe. Ist es Rewind, Mind Change, Hypnosis,
Carousel oder Time Rise? Eigentlich relativ offensichtlich. Ich hab's begriffen. Glaube ich. Life of Strange, gell? Life is Strange. Genau. Ja. Jawohl, danke schön für meine Hypnosis-Punkte, weil dann ist es Rewind. Ja, 3000 Punkte für dich, Dexter. Nice. Ja, doch, dann ein bisschen Rewind kam ich auch drauf. Ich werde wahrscheinlich auf einen Videorekorder gehen. Hätte wahrscheinlich keiner erkannt, weil keiner mehr einen Videorekorder kennt, aber egal. Ja, genau. Dachte ich auch. Was ist das denn? Das sind Knöpfe? Kenne ich nicht. Wo ist Touchscreen? Das hätte auch meins sein können, vom Titel her. So nice. Ich hau direkt einen Titel raus wieder. Direkt einfach nur weg mit dem Zeug, würde ich sagen. Ihr habt noch 35 Sekunden. Jankos hat gemalt, war mit dem Thema nicht zufrieden, aber wir werden mal sehen, wie fern er es im Nachhinein ist. Drumsticks, du hast noch 20 Sekunden. So, okay. Man-Bear-Pig, Bandit, C-Lo, Pigman, a man's Pighead oder Drunk Bandit? Du denkst, irgendwer schreibt Kian. Nee, hatten sie nicht. Pick something. Also ich hab gewotet. Pigman! Jawohl, dankeschön. 1000 Punkte für mich. Weil ich Pigman getippt habe, habe ich Man Bear Pig nehmen müssen. Ich war am nächsten an meinem Titel dran. Ich dachte, meins ist eigentlich ganz gut. Verdammt, das war deins. Scheiße, Dexter kriegt auch 1000 Punkte. Dann war es C-Low, ja. Dann musste es C-Low sein, weil da habe ich keine Ahnung, was das sein sollte. Google ist nicht, gibt nichts. Keine Ahnung. Das ist natürlich dann ärgerlich, Jankos. Jetzt kommt, glaube ich, nur noch mein Gemälde und ich glaube. Das ist ein Rapper. Okay. Ja, gut, da sind wir nie drauf gekommen. Ich glaube, ich habe wieder gewonnen. Jetzt müsst ihr echt mit dem Teufel zugehen, wenn nur noch mein Bild dürfte kommen. Nein, es kommt noch eins. Oh, was ist das denn? Lord Phantom hat noch was gemalt. Schwer. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ist Rain? Ist es Cheese without holes? A sunny day at the local scrapyard? Nuts in the air? Imploding Sun oder Gremlins 2? Ich hab gar keine Ahnung. Hast du eine Ahnung? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach irgendwas. Ich nehme irgendeins. Wow. Der war schwer. Ich hab gerade irgendwas random getippt. Mal gucken. Ich hab das längste genommen. Den Sunny Day in the Local Scrap. Ja, ich auch. Drumsticks, 1000 Punkte für dich. Imploding Sun. Jawohl, 1000 Punkte für mich. Das ist gut. Gremlins 2. Das war's. Was? Jankos holt sich 1000 und du hast es noch in den Twitch-Chat geschrieben. Sensationell. Ich habe den Film halt nicht gesehen. Ich hätte damit nichts anfangen können. Ich hätte den nie gesehen. Das Bild ist einfach nur Quark. So, jetzt müsste noch mein Bild kommen. Und dementsprechend, wenn ihr nicht alle Drumsticks-Ding auswählt,
passend. Es hieß, and our next weird doodle. Ey, das sieht doch super aus, Cookie. Ich finde das grandios. Also ich würde sagen, ich finde eigentlich alles bis auf den Unterkörper eigentlich ganz gut gelungen. Drumsticks hat was abgegeben. Hier. Cookie auch. Nur noch du fällst, Dexter. Du hast noch 35 Sekunden Zeit, also. Ich habe jetzt keinen Delay bei dir ein. Mein Vorschlag ist der passendste, sagt Drumsticks. Okay, wir werden das sehen. So. Ja. Crepes, some nerd, Computer Geek, Rumpus oder Nerd. Das ist mit den Armen nicht ganz so gut gelungen. Ich weiß. Ich weiß es ja. So. Jetzt mal gucken, ob ich noch vom Thron geschmissen werden kann. Oder ob das hier gutes Ende für mich nimmt. Gewählt wurde auf jeden Fall. Der Nerd. 1000 Punkte für Dexter. Damit kann ich leben. Und Lord Phantom und auch 1000 Punkte. Das gefällt mir nicht, glaube ich. Und Boobso 1000 Punkte. Und, oh. Computer Geek. 1000 Punkte für Jankos. Hier. Danke, Dexter. Alle schreiben sie Nerd in Geek und keiner kommt auf Some Nerd. Ja, danke, danke. Es müsste aber mein Sieg sein. Ja, müsste gereicht haben. 2000? Nee, bin ich Zweiter, denke ich. Ich glaube, keiner konnte mich noch überholen, aber es sind Siege. Jawoll, 3.500 Punkte Vorsprung. Aber war insgesamt eine gute Runde. Wer hat die meisten Likes geholt? Bin ich da auch Titelverteidiger? Ja, zusammen mit Jankos, aber er wird verdeckt, weil war aber passend. War passend. So, Leute.